الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Das Thema des heutigen Vortrags ist ein heißes Eisen, würde man wahrscheinlich sagen. Und es wird oft diskutiert und wird sehr kontrovers diskutiert. Allerdings leider nur sehr selten sind es fruchtbare Diskussionen. Viele würden sagen, es gehört zu den wichtigsten Themen überhaupt. Und auf der anderen Seite gibt es welche, die wollen sich gar nicht damit beschäftigen. Und das Thema des Vortrags ist, ob es einen Gott gibt oder nicht. Beziehungsweise präziser gesagt, ob dieses Universum, diese Welt, in der wir leben, und letzten Endes auch wir als Menschen, ein Zufallsprodukt sind, oder ob das Ganze auf intelligente Weise geplant und konstruiert wurde. Woran das liegt, dass man nur so selten fruchtbar darüber diskutieren kann, ist mir selber nicht ganz klar. Denn im Grunde genommen sollte man in der Lage sein, darüber sachlich Argumente auszutauschen. Ja. Allerdings findet man in der Praxis, dass es meistens darauf hinausläuft, dass einige Leute das ganze Thema in den Bereich der Mystik verfrachten und von vornherein davon ausgehen, dass man überhaupt keine Argumente dafür suchen kann. Ja. Dass man nicht in der Lage ist, ein Ja oder Nein für diese Frage zu finden. Und das macht das Ganze natürlich schwierig. Das heißt, wenn ich mit jemandem diskutieren möchte und er geht von vornherein davon aus, dass mein Thema eine Sache ist, die ich mir persönlich ausgesucht habe, oder eine Sache ist, die ich nur deswegen glaube, weil sie mich persönlich zufriedenstellt, was aber mit der Realität nichts zu tun hat, dann wird es natürlich schwierig. Ich behaupte aber, dass man sehr wohl untersuchen kann, ob dieses Universum das Konstrukt eines Schöpfers ist oder einfach nur ein zufälliges Ereignis. Und man muss auch in der Lage sein, so etwas beweisen zu können oder untersuchen zu können. Denn zufällige Ereignisse haben ganz bestimmte Eigenschaften. Wenn man in den Himmel schaut und man würde eine Wolkenformation sehen, die ganz grob an einen Elefanten erinnert oder an einen Tiger oder keine Ahnung was, was man so manchmal so mit ein bisschen Fantasie erkennen kann, das passiert schon mal. Wenn ich aber in den Himmel schaue und ich würde in Wolkenform die 5 olympischen Ringe sehen, dann weiß ich, das hat jemand mit einem Flugzeug dahin gemalt oder so. Ja, aber das ist niemals ein Zufallskonstrukt. Wenn ich einen losen Steinhaufen betrachte, der kann schon mal vom LKW runtergefallen sein. Wenn ich aber eine Pyramide betrachte, mit lauter quaderförmigen Steinen, die exakt angeordnet wurden, dann ist es nicht möglich, dass man sagt, dass das ein Zufallskonstrukt ist. So etwas passiert nicht. Wenn ich ein Kartenspiel auf die Erde fallen lasse, da können manchmal komische Figuren rauskommen. Aber wenn ich ein 10-stöckiges Kartenhaus irgendwo sehe, dann weiß ich ganz sicher, das ist nicht das Produkt eines Zufalls. Solche Dinge passieren nicht dadurch, dass man einfach den Dingen seinen Lauf lässt. Ja, oder einfach der Natur freies Spiel gibt. So etwas passiert nicht. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass man auch untersuchen kann, ob dieses Universum eher einer losen Steinsammlung oder Karten auf dem Boden gleicht oder nicht vielleicht eher einer Pyramide oder dem Konstrukt eines Kartenhauses. Bevor man sich überhaupt mit solchen Dingen beschäftigt, sollte man erstmal klarstellen, ob etwas dagegen spricht, dass es einen Gott gibt. Das ist die wichtigste Frage erstmal überhaupt. Spricht etwas dagegen, dass dieses Universum einen Schöpfer hat, einen Plan, ein geplantes Konstrukt ist. Da wird man sofort feststellen, dass es noch nie jemanden gegeben hat, der eine Beobachtung gemacht hat oder ein Phänomen beschrieben hat oder eine Berechnung aufgestellt hat, und am Ende zu dem Ergebnis kam, dass es keinen Gott gibt. Das gibt es nicht. Es gibt einige, die sagen, das liegt in der Natur der Sache. Die meinen, sowas kann man gar nicht finden. Man kann keine Argumente dagegen finden. Ja, das macht die Sache aber nicht anders. Ja, im Endeffekt kommt man dahin, es gibt kein Argument dagegen. Und deswegen gibt es auch keinen rationalen Grund, von vornherein diese Sache abzulehnen. Denn wenn man etwas ablehnt oder wenn man sagt, das existiert nicht, dann braucht man dafür genauso einen Beweis, wie wenn man behauptet, dass es existiert. Vor 50 Jahren sind die Wissenschaftler davon ausgegangen, dass am Grunde des Ozeans kein Leben existiert. Ja. Die haben das nicht einfach so gesagt oder einfach gesagt, naja, wir haben keinen Beweis dafür, dass es Leben gibt, also gehen wir mal davon aus, es gibt das nicht.
Nein, die haben Argumente dafür gebracht. Die haben gesagt, da unten gibt es kein Licht, da unten gibt es deswegen keine Nährstoffe, der Wasserdruck ist so und so hoch, keine Ahnung, wie das genau gemacht wurde. Aber zumindest hatten sie eine Reihe von Argumenten, wie sie dazu oder wie sie zu dieser Überzeugung gekommen sind. Ja. Die hatten eine Reihe, eine logische Argumentationsfolge. Am Ende war, es gibt kein Leben da unten. Die haben sich geirrt, aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, wenn man sagt, eine Sache existiert nicht, braucht man dafür auch einen Beweis. Genauso, wenn heute ein Wissenschaftler sagen würde, es gibt kein außerirdisches Leben. Was würden alle seine Kollegen zuallererst zu ihm sagen? Was ist dein Beweis dafür? Kannst du das beweisen? Bitteschön. Wenn nicht, dann stell nicht so eine Behauptung auf. Deswegen die weit verbreitete Meinung, oder das, was man von vielen Menschen spontan hört, nein, gibt es nicht, oder ist nur ein Märchen, dafür gibt es keinen richtigen Grund, so etwas zu behaupten. Und ist ein Hinweis darauf, dass jemand eine Sache behauptet oder etwas glaubt, weil er es glauben will. Aber dahin kommen wir nochmal zum Ende. Wenn nichts dagegen spricht, dass dieses Universum einen Schöpfer hat, dann sollte man auch gleichzeitig davon ausgehen, dass man gar nicht so viele Argumente braucht oder so viele Punkte, die dafür sprechen, dass es einen Schöpfer gibt, damit man zumindest dahin tendiert, das zu akzeptieren. Ja. Wir haben am Anfang mal Kartenhäuser und Pyramiden erwähnt und wir haben gesagt, dass diese Dinge nicht einfach so entstehen. Und der Grund dafür ist, dass es, wenn ich ein Kartenspiel fallen lasse, Milliarden und Abermilliarden verschiedene Kombinationen gibt, wie die Karten fallen können und vielleicht eine ganz bestimmte, die daraus ein Kartenhaus baut. Dasselbe bei einer Pyramide. Ja, wenn ich die Steine einfach fallen lasse, die werden nie eine sauber aufgeschichtete Pyramide ergeben. Ja, die werden immer lose liegen und man kann das auch spontan erkennen. Ja. Und jetzt kann man sich das Universum ja mal anschauen und mal ein bisschen untersuchen, wie ist das konstruiert, wie ist es gebaut, welche Eigenschaften hat das. Und dann kann man am Ende sagen, ist es eher eine Pyramide oder ist es eher ein Haufen verteilter Steine auf der Erde. Vorweg, die Entstehung dieses Universums ist überhaupt gar nicht wissenschaftlich erklärt. Ja. Meistens hört ihr so etwas wie, das Universum ist im Urknall entstanden. Das ist natürlich eine komische Aussage an sich. Das ist, als wenn ich sage, ein Auto ist entstanden, indem es losfährt. Das ist nicht die Ursache. Das Auto war schon da, als es losgefahren ist. Und dieses Universum, als es diesen Urknall gegeben hat, das hat es auch schon gegeben. Ja. Das war nicht der Anfang, das war halt ein Ereignis. Aber das Universum hat schon so existiert, als es diesen Urknall gegeben hat. Und deswegen ist die Frage, was es vorher gegeben hat, eigentlich, diese Frage ergibt sich automatisch daraus. Es gibt einige, die sagen, naja, wo das Universum noch in einem Punkt vereint war, da gab es keine Zeit und deswegen gab es kein Vorher. Aber das ist auch keine richtige Erklärung. Irgendwann gab es einmal eine Zeit. Das Universum hat angefangen. Und es gibt keine richtige Erklärung dafür, wie dieser Übergang zu einem Universum, was wir jetzt sehen, vonstatten gegangen ist. Als diese Idee mit dem Urknall aufkam, da gab es eine Reihe von Wissenschaftlern, die sich damit nicht anfreunden konnten. Einer der bekanntesten davon war einer, der hieß Fred Hoyle, das war ein Astronom. Und der hat eine Gegentheorie aufgestellt, dass das Universum schon ewig existiert hat und sich nur ein bisschen verändert. Er hat am Ende selber zugegeben, dass der einzige Grund, warum er das geglaubt hat, der einzige Grund war, weil er nicht wollte, dass die Urknall-Theorie wahr ist. Denn seiner Meinung nach wirft die Frage, oder wenn ich an den Urknall glaube, wirft automatisch die Frage auf, wer das Ganze gemacht hat, wer die Ursache dafür ist, wodurch das Ganze entstanden ist. Seiner Meinung nach war die Theorie des Urknalls ein automatischer Beweis für den Schöpfer. Das wollte er nicht glauben, deswegen bringt er eine andere Theorie. Das heißt, der Urknall an sich ist schon eine Sache, die darauf hindeutet, dass dieses Universum einen Schöpfer hat. Aber nicht nur das. Man hat heute vielfach die Vorstellung, dass ein Universum mit Leben und Planeten und Sonnensystemen einfach so entsteht. Das heißt, das geht auseinander und irgendwann nach ein paar Millionen Jahren bilden sich Planeten und dann auch Sonnen erstmal und dann Planeten und die kreisen da rum und dann gibt es Leben und so weiter. Dann so einfach ist das nicht. Wenn wir dieses Universum betrachten und wir nehmen nur einmal die Geschwindigkeit, mit der sich dieses Universum ausdehnt seit dem Urknall, dann sagen Wissenschaftler, wäre diese Geschwindigkeit um 100 Trillionstel höher, dann wäre das schon so schnell, dass sich Sterne und Planeten niemals gebildet hätten. Die Materie wäre einfach auseinandergegangen. Und wäre diese Geschwindigkeit um 100 Trillionstel langsamer, geringer, dann wäre das Universum schon lange wieder zusammengefallen. Wir würden heute hier nicht sitzen. Wir sitzen hier, weil es exakt diese Geschwindigkeit hat, die es halt heute besitzt.
Betrachten wir andere Eigenschaften des Universums. Nehmen wir die Kernkraft. Ja, die Kraft, die Atomkerne zusammenhält. Ja, nicht die Atomenergie, sondern die Kraft, die im Atomkern wirkt. Warum die Protonen innerhalb eines Atomkerns zusammengehalten werden. Das ist die starke Kernkraft. Wäre diese Kraft um 100 Trillionstel höher oder geringer, hätten wir kein Universum mit Atomen. Zumindest nicht so in der Form, wie heute das Leben entstehen könnte. Nehmen wir die Anziehungskraft, Gravitation. Wäre die 100 Trillionstel stärker oder schwächer, würden wir hier nicht sitzen auf einem Planeten mit lauter Leben. 100 Trillionstel. Und 100 Trillionstel sage ich eigentlich nur, weil es eine Zahl ist, die irgendwie noch ein bisschen anschaulich ist. Die wirklichen Zahlen davon, die sind, kann man gar nicht mehr in Worten ausdrücken. Wir nehmen nur mal das Beispiel von der Geschwindigkeit. Das habe ich aus einem Astronomiebuch. Der Autor sagt, wäre die Geschwindigkeit um 10 hoch minus 55, das ist eine Zahl, 0, da kommen 54 Nullen und eine 1. Um diesen Betrag geringer, dann gäbe es schon dieses Universum nicht mehr. 10 hoch minus 55, eine Zahl, 0,54 Nullen und eine 1. Nur die Geschwindigkeit des Universums. Das würde bis hierhin eigentlich schon reichen. Wenn man nur diese Parameter, Geschwindigkeit, Kernkraft betrachtet, dann müsste einem schon aufgehen, dass es schon mit einem unglaublichen Zufall zugehen müsste, wenn dahinter kein Schöpfer steckt. Ja, wenn das nicht ein geplantes Konstrukt ist. Das würde bis hierhin schon reichen. Ja. Ich behaupte, alleine die Geschwindigkeit ist ein Beweis dafür, dass dieses Universum niemals durch Zufall entstanden sein kann. Denn was haben wir eben beim Kartenhaus gesagt? Ein Kartenhaus hat so viele Abermilliarden von verschiedenen Kombinationen. Ja, und nur eine bestimmte ergibt dieses Kartenhaus. Das bedeutet, jemand muss die Karten so angeordnet haben. Das passiert nie, weil man die Karten einfach fallen lässt. Übertragen wir das Beispiel mit der Geschwindigkeit auf ein Kartenhaus. Es würde bedeuten, das Kartenhaus bricht schon zusammen, wenn du nur ein Atom nimmst und verschiebst es ein Stück. Das Kartenhaus bricht zusammen. So fein ist diese Geschwindigkeit ausgewählt. Meiner Meinung nach Beweis genug. Aber das ist nicht das einzige Phänomen, was darauf hindeutet. Gehen wir mal nicht ins Universum, wir nehmen einfach mal die Erde. Hinlänglich bekannt ist, dass die Erde einen idealen Abstand von der Sonne hat. Würde die Erde einen Abstand haben, der nur 1% höher wäre von der Sonne, im Durchschnitt gesehen, dann hätten wir vor Milliarden von Jahren schon eine komplett vergletscherte Erde bekommen. Vollständige Eiszeit, ohne Leben. Wäre dieser Abstand 5% geringer, das heißt näher an der Sonne, dann hätten wir vor 4 Milliarden Jahren schon einen Treibhauseffekt bekommen, der hätte jedes Leben unmöglich gemacht. 5% näher an der Sonne. Der Abstand ist nicht das Einzige. Ja, das ist nur hinlänglich bekannt. Die meisten Leute wissen das. Ja, es gibt eine bestimmte Lebenszone um der Sonne, da kreisen die Planeten und wenn er da drin ist, dann kann es schon Leben geben. Die Erde dreht sich um die Achse, also einen Tag ergibt das, in 24 Stunden. 24 Stunden dauert eine Umdrehung der Erde. Wären das 30 Stunden, gäbe es die meisten Pflanzen nicht. Das wäre zu langsam, die wären der Sonne zu lange ausgesetzt. Wenn es 20 Stunden wären, das wäre wiederum zu kurz. Für die meisten Pflanzen zum Existieren, 20 Stunden zu kurz. 24 Stunden ist ein perfekter Wert. Besser kann man es nicht machen. Es gibt viele andere Planeten, da ist das nicht so. Wir kennen einen Planeten Jupiter, der dreht sich um die eigene Achse in 10 Stunden. Das ist ganz normal. Für das Leben hier viel zu schnell. Der Planet Venus dreht sich um die eigene Achse in 8 Monaten. 8 Erdenmonate, eine Umdrehung. Leben gäbe es nicht. Das ist ganz normal. Aber wir haben hier den perfekten Wert, wie man ihn besser nicht hätte machen können. Die Erdachse steht nicht senkrecht, die ist geneigt. Um 23 Grad. Deswegen seht ihr es häufig auf Abbildungen, dass die Erde nicht so gerade abgebildet ist, immer meistens so ein bisschen schief und kreist dann um die Sonne. Dieser Wert von 23,5 Grad ist optimal. Das ist der Grund, warum wir hier Jahreszeiten haben. Ja? Wenn die Erdachse nicht geneigt wäre, sondern gerade, dann gäbe es keine Jahreszeiten. Und wenn sie zu viel geneigt wäre, dann hätten wir ganz extreme Jahreszeiten. Super heiße Sommer, super kalte Winter, Leben gäbe es damit nicht. 23,5 Grad ist ein optimaler Wert. Warum 23,5 Grad? Es ist nicht hundertprozentig geklärt. Was Wissenschaftler vermuten ist, dass es vor langer Zeit einen Einschlag auf der Erde gegeben hat. Dass ein Komet oder ein Meteorit angeflogen gekommen ist, hat die Erde getroffen und die Achse verschoben auf 23,5 Grad. Das würde aber nicht so bleiben. Im Laufe der Zeit würde sich diese Achse weiter verschieben. Was sagen die Wissenschaftler? Vermutlich ist auch durch diesen Aufprall entstanden der Mond.
Ja, der Körper hat die Erde getroffen, ja, Gesteinsmasse wurde rausgeschleudert und ist als Mond in der Umlaufbahn geblieben. Und dieser Mond stabilisiert diese Erdachse. Der sorgt dafür, dass sie nicht weiter kippt in die eine oder in die andere Richtung. Denn mit seiner Anziehungskraft, der geht um die Erde herum und zieht immer so ein bisschen daran. Das heißt, wenn die Erde abweichen will, zieht er sie immer so ein Stück gerade. Gäbe es diesen Mond nicht, würden wir hier nicht sitzen. Das heißt, der Mond ist nicht einfach nur so schön anzugucken oder für Kalenderberechnungen, sondern er hat einen Sinn hier für das Leben. Dass wir solche Treffer, solche kosmischen Brocken nicht ständig haben, das liegt daran, dass wir ein bisschen weiter draußen einen Riesenplaneten haben, der diese Treffer einfängt. Das ist der Jupiter. Das ist der größte Planet bei uns im Sonnensystem. Der fängt die meisten Brocken ein, bevor die hier auf der Erde aufkommen. Wenn der nicht da wäre, dann wäre das ganz normal, dass bei uns so Brocken einschlagen wie vor 65 Millionen Jahren bei den Dinosauriern. Ja, und regelmäßig würde das ganze Leben auf der Erde vernichtet. Die Größe der Erde ist eigentlich optimal ausgewählt. Wenn sie zu klein wäre, wie andere Planeten, dann kann die Erde keine Atmosphäre aufhalten. Die Atmosphäre geht dann verflüchtet sich ins Weltall und wir hätten hier keine Lufthülle. Wenn die zu groß wäre, dann wäre die Erdanziehungskraft oder könnte sie so groß werden, dass wir hier überhaupt leben können. Als Beispiel mal den Jupiter, das ist der größte Planet. Ein Mensch, der hier auf der Erde 70 Kilo wiegt, der würde auf dem Jupiter 22 Tonnen wiegen, ungefähr. Das ist, weil er so groß ist, der Planet ist so groß, die Anziehungskraft ist so groß und zieht deswegen die Menschen stark an. Das gleiche auch mit anderen Lebewesen. Das heißt, mit so einem großen Planeten oder auf so einem großen Planeten könnte Leben in dieser Form nicht existieren. Wir haben von der Atmosphäre gerade gesprochen. Wir brauchen eine ungefähre Größe, die eine Atmosphäre zumindest an dem Planeten fesseln kann. Und zwar nicht irgendeine Atmosphäre. Die Atmosphäre hier hat einen Sauerstoffgehalt von 21%. Und Sauerstoff brauchen wir auch zum Leben. Wenn es wesentlich weniger wäre, ein paar Prozent weniger als 21%, dann wäre das so wenig, dass wenn wir ein Stockwerk hochlaufen würden, über die Treppe, vollkommen aus der Puste wären, weil der Sauerstoffgehalt zu gering wäre. Wäre ein paar Prozent höher, das müsste ja eigentlich optimal sein. Reiner Sauerstoff für die Menschen, das ist ja eigentlich perfekt. Zum Atmen wunderbar. Ist aber nicht nur für Menschen gut, der ist auch fürs Feuer gut. Und was Wissenschaftler sagen ist, wenn er ein paar Prozent höher wäre nur, dann hätten wir hier regelmäßig Waldbrände, die innerhalb von wenigen Jahren schon nahezu alle Wälder auf der Welt vernichtet hätten. 21% ist optimal. Noch dazu müssen wir den ja irgendwie konstant halten. 21% Sauerstoff, das müsste sich ja mit der Zeit ändern. Denn Menschen verbrauchen Sauerstoff. Menschen atmen Sauerstoff ein und geben Kohlendioxid wieder ab. Pflanzen sie wiederum nehmen Kohlendioxid auf und produzieren Sauerstoff. Jetzt haben wir es auf der Welt, auf der Erde hier, so geschickt eingerichtet, dass sich die Sauerstoffproduzenten, nämlich die Pflanzen, und die Menschen und Tiere, die halt Sauerstoff verbrauchen, ungefähr die Waage halten. Das heißt, so viel wie die Menschen und Tiere an Sauerstoff verbrauchen und Kohlendioxid produzieren, das wird von den Pflanzen wieder optimal ausgeglichen. Das würde nicht funktionieren, wenn es nur Menschen und Tiere gäbe oder nur Pflanzen. Man braucht dieses Gleichgewicht. Wir haben gerade auch über Kohlendioxid gesprochen. Das gibt es in geringen Mengen in der Atmosphäre. Ja, circa einen halben Prozent, 0,5%. Und die sind wichtig. Kohlendioxid kennen wir, das ist aus jetzt besonders wieder aktuell Diskussionen über den Klimawandel, weil Kohlendioxid ein Treibhausgas ist. Und das ist nicht verkehrt, was die Leute sagen. Ja. Kohlendioxid ist ein Gas, wenn es zu viel in der Atmosphäre ist, dann heizt sich die Erde auf. Das hat man entdeckt im 19. Jahrhundert. Da haben Wissenschaftler die Durchschnittstemperatur der Erde ausgerechnet, wie sie eigentlich sein müsste. Wir haben gesagt, von der Sonne kommt so und so viel Energie und wir haben auf der Erde so und so viel Wasser und so viel Land. Ja, Wasser und Land, das nimmt so und so viel Energie von der Erde auf, gibt so und so viel ab. Es müsste ungefähr eine Durchschnittstemperatur auf der Erde sein von minus 14 bis minus 20 Grad. Das ist ungefähr die Temperatur im Gefrierfach. Haben wir aber nicht. Wir haben hier schnuckelige plus 20 Grad. Und die haben wir aufgrund des Kohlendioxids und weil der Kohlendioxidgehalt 0,5% ist. Diese Wissenschaftler sind damals sofort auf die Idee gekommen, dass es irgendein Gas in der Atmosphäre geben müsste, was einen Teil der Energie, die von der Sonne kommt, aufhält. Ja, wie in so einem Treibhaus. Und dadurch hat man dieses Treibhausgas Kohlendioxid entdeckt. Gäbe es das nicht, hätten wir eine durchschnittliche Temperatur auf der Erde wie in einem Gefrierfach. Ja,
für die Erde nicht weiter tragisch, aber für das Leben, für die meisten Lebensformen tödlich. Ganz vergessen hätte ich beinahe das Magnetfeld der Erde. Genauso wichtig fürs Leben. Wir haben hier ein Magnetfeld auf der Erde, was durch den Erdkern vermutlich erzeugt wird. Ja, der Kern der Erde ist flüssig und es gibt andere Schichten, die rotieren darum. Das Ganze ist aus Metall und deswegen geht man davon aus, dadurch entsteht das Magnetfeld. Ganz geklärt ist das nicht. Das Magnetfeld sorgt dafür, dass schädliche Sonnenstrahlung nicht auf die Erde kommt, sondern an die Pole vom Magnetfeld, sprich Nord- und Südpol, umgeleitet wird. Ich glaube nur zum Nordpol. Das heißt, das Magnetfeld hat nicht einfach die Funktion, dass wir einen Kompass benutzen können und wissen, wo Norden ist, sondern es schützt das Leben hier auf der Erde. Es gibt irgendeinen Hollywood-Film, der heißt The Core, der innere Kern. Da sind viele physikalische Unmöglichkeiten drin. Aber die Idee hinter dem Film ist richtig. Würde der Erdkern nicht mehr rotieren und würde deswegen das Magnetfeld zusammenbrechen, dann wäre es auch ganz schnell vorbei hier mit dem Leben. Ohne Magnetfeld der Erde, obwohl es sehr, sehr schwach ist, könnten wir nicht existieren. Dazu kommt noch der Wassergehalt auf der Erde. Wir haben hier eine optimale Menge von Wasser. Ohne Wasser könnten wir nicht existieren. Jetzt könnte es ja in der Vergangenheit passiert sein, dass immer mehr und immer mehr Wasser kommt. Wir haben ja schon Milliarden von Litern hier. Aber betrachte man einen Schnitt durch die Erde und würde man sich angucken, wie die Kontinente und die Ozeane geformt sind, dann stellt man fest, dass genauso viel Wasser auf diese Erde gekippt wurde, dass der Wasserspiegel bis zum Rand der Kontinentalplatten gefüllt wurde. Deswegen genau bis zur Küste von Amerika, Europa, genau bis dahin haben wir Wasser. Das könnte auch ein paar Prozent mehr sein. Dann würde ich jetzt nicht hier sitzen, sondern über mir 100 Meter Wasser haben. Das ist aber nicht passiert. Das Wasser ist genau bis dahin gefüllt worden. So, dass wir es schön benutzen können für unser Wetter, für Regen auf dem Land und so weiter. Nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Ja. Auch das könnte eigentlich bis hierhin schon genügen. Wenn man sich all das betrachtet, dann müsste man eigentlich auf die Idee kommen, dass das nicht einfach so alles durch Zufall entsteht. Ja? Wir reden nicht mal nur über das Universum, wir reden hier über sehr viele kleine Werte, also sehr viele kleine Eigenschaften im Planetensystem, also in unserem Planeten der Erde, im Sonnensystem, die erfüllt sein müssen, dass wir hier überhaupt Voraussetzungen für Leben haben. Wir reden noch nicht mal vom Leben an sich. Wir reden nur davon, dass ein Universum mit einem Sonnensystem und einem Planeten Erde existiert, das theoretisch Voraussetzungen für Leben haben könnte. Das alles. Mehr nicht. Und wenn man nur das bis hierhin betrachtet, dann müsste einem schon dämmern, dass das schon eine unglaubliche Verkettung von Zufällen sein müsste, wenn das tatsächlich ohne einen Schöpfer vor sich gehen würde. Aber es ist noch lange nicht Feierabend. Wir haben ja bisher nur erstmal nur ein Universum, in dem es Leben geben könnte, rein theoretisch. Davon haben wir noch kein Leben. Wie kommt jetzt Leben auf diesen Planeten? Wenn man jemanden heute fragt, dann hört man üblicherweise so etwas wie, naja, es gab Lebensbausteine, ja, diese Eiweiße, aus denen das Leben aufgebaut ist, die gibt es überall in der Natur. Ja, und vor ein paar Milliarden Jahren gab es viele davon im Ozean und die sind halt miteinander kombiniert und verbunden, auseinandergebrochen. Und irgendwann haben sich so viele Eiweiße zusammengefügt, ja, haben sich verbunden und haben dann die erste lebende Zelle gebildet. Und das sind Dinge, die liest man auch vielfach. Was man selten dazu liest, ist mal so eine ungefähre Überschlagung, ja, oder eine Schätzung, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sowas passiert. Es wird immer dabei betont, das war primitives Leben. Und primitiv erweckt dann so den Eindruck, das war so eine kleine Zelle mit ein paar Bausteinen, so 20, 30, richtig angeordnet, dann passt das schon. Betrachtet man mal diese Berechnungen, die einige Leute aufgestellt haben, wie unwahrscheinlich so ein Ereignis ist, das stellt nochmal das in den Schatten, was wir bisher besprochen haben. Vergisst mal das alles. Ja? Reden wir nur über eine Zelle. Die Enzyklopädie Britannica redet davon oder schätzt dieses Ereignis, also das zufällige Entstehen von einer lebenden Zelle, ungefähr so wahrscheinlich, wie wenn man eine Münze 1 Million Mal hochwirft und jedes Mal kommt Zahl. 1 Million Mal eine Münze werfen, jedes Mal kommt Zahl. So etwas passiert nicht. Das passiert auch dann nicht, wenn es Milliarden und Abermilliarden verschiedene Münzen im ganzen Universum gibt. Ja, auch dann nicht, wenn auf jedem Stern, jedem Planeten gibt es Leute, die Münzen werfen und Milliarden davon. Und die machen das Milliarden von Jahren lang. Das passiert nicht. Wir haben anfangs von Fred Hoyle gesprochen. Der wollte nicht wahrhaben, dass es einen Urknall gegeben hat. Er selber hat gesagt, die Behauptung, dass Leben zufällig entsteht, ist ungefähr so, als würde man sagen,
dass eine komplett funktionstüchtige Boeing 747 dadurch entsteht, dass ein Wirbelsturm über einen Schrottplatz fegt. Und dann die Schrauben und Metallteile passend zusammenfügt. Das passiert nicht. Es gibt eine Reihe von Leuten, die haben das versucht, ungefähr zu schätzen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. Und man kann es nicht hundertprozentig sagen. Man weiß nicht exakt genau, wie war das erste Leben konstruiert und welche Bausteine muss es dafür gegeben haben. Aber all die Leute, die tatsächlich eine realistische Schätzung abgeben, die kommen immer zu Ergebnissen, zu Zahlen, die sind so unvorstellbar klein, dass kein normaler Mensch tatsächlich behaupten könnte, das war ein Zufall. Das sind alles Zahlen mit 0, dann kommen 60 Nullen und eine 1. Oder andere Leute 0, 2000 Nullen und dann eine 1. Das sind so die Wahrscheinlichkeiten für ein zufälliges Entstehen vom Leben. Gehen wir davon aus, wir haben schon mal eine lebende Zelle. Ja? Und wir haben auch diese erste primitive lebende Zelle. Dann ist das immer noch keine Erklärung dafür, warum wir heute die vielen verschiedenen Formen und Farben und Arten des Lebens haben. Ja? Heute gibt es ja nicht nur lauter verschiedene Bakterien, lauter verschiedene primitive Zellen. Ja? Es gibt Menschen, Tiere, Pflanzen in hochkomplexer Form. Auch dafür gibt es eine Theorie, die das erklärt. Ja? Die Idee ist, dass sich Leben ja fortpflanzt, bleibt ja nicht für sich. Und beim Fortpflanzen gibt es manchmal zufällige Veränderungen, ja, vom Eltern auf das Kind. Und wenn das gute und sinnvolle Veränderungen sind, dann wird diese Veränderung beibehalten, ja, das Ergebnis überlebt. Und wenn es eine schlechte Veränderung ist, dann stirbt es einfach aus. Das ist in groben Zügen die Theorie der Evolution. Ja, die geht davon aus, dass von allen Lebewesen die Kindergeneration leichte Veränderungen mit sich trägt, ja, leichte Mutationen. Und dadurch können manchmal neue Eigenschaften entstehen. Und wenn es eine sinnvolle Eigenschaft ist, dann überlebt halt diese Eigenschaft. Und dadurch sind halt durch eine unglaubliche Verkettung von lauter verschiedenen Veränderungen und Mutationen im Laufe der Zeit die verschiedenen Arten entstanden. Es ist sehr interessant zu beobachten, dass die gleichen Leute, die darauf bestehen, dass man einen Gott nicht beweisen kann, einen Atemzug später mit der Theorie der Evolution kommen. Denn diese Theorie, die ist alles Mögliche. Ja, die ist modern und viele Leute glauben sie. Die ist von mir aus auch exotisch. Ja, die kann alles Mögliche sein, aber die ist doch nicht bewiesen. Ich bitte euch, Leute. Ja. Bis zum heutigen Tage ist das nichts weiter als eine Theorie. Das hat noch nie jemand tatsächlich beobachtet. Es ist noch nie ein Wissenschaftler gekommen und hat gesagt, hier, ich habe etwas gesehen, was durch Evolution entstanden ist. Das sind alles Erklärungsmechanismen. Ja, das hat es damals vielleicht gegeben. Beobachtet hat man das nicht. Die einzige wirklich gesicherte Voraussage, die diese Theorie gemacht hat, ist genau nicht eingetroffen. Denn diese Theorie hat gesagt, man müsste, wenn es eine Evolution gegeben hat, immer feine verschiedene Abstufungen zwischen den einzelnen Arten finden. Wenn man sagt, ein Vogel ist von einem Dinosaurier oder stammt von einem Dinosaurier ab, dann müsste man langsam eine Entwicklung vom Dinosaurier zum Vogel sehen. Ja, der Dinosaurier kriegt irgendwann Federn und kann dann vielleicht ein bisschen fliegen und kriegt dann einen Schnabel und keine Ahnung was. Aber so müsste das vonstatten gehen. Das heißt, ich müsste unglaublich viele verschiedene Zwischenschritte finden zwischen den einzelnen Lebewesen, ja, zwischen den verschiedenen Arten. Und genau das hat man nicht. Man gräbt tiefer und tiefer in der Erde und was man immer wieder findet, ist, dass man auf eine Erdschicht kommt und da gibt es unglaublich viele neue Lebensformen wie aus dem Nichts. Ohne Übergang, ohne Zwischenschritt, ohne irgendetwas. Wenn man schon diese ganzen Zwischenformen nicht gefunden hat, dann muss man die natürlich irgendwie nachher konstruieren, ja, denn es gibt ja keine Funde dafür. Ja, und da waren die schon manchmal kreativ. Als die Wissenschaftler in den 20er Jahren in den USA die Evolutionstheorie in den Schulen einführen wollten und hatten keine Beweise dafür, ja, dass es Evolution gegeben hat, dass der Mensch vom Affen abstammt und so weiter, was haben die gemacht? Die haben sich einen Zahn von einem Schwein genommen, Schweinezahn, und haben daraus einen Menschen konstruiert. Die haben den Zahn genommen und sagten, oh, das ist von einem Menschen, der müsste so und so geformt sein. Und dann haben die ein Riesenkonstrukt daraus gemacht und sind damit rumgelaufen und sind damit durchgekommen. Am Ende wurde die Evolution in den Schulen unterrichtet. Manchmal haben die einfach Knochenfunde konstruiert. Ein Oberkiefer vom Menschen und der Unterkiefer vom Affen. Ein paar andere Knochen dazu, packt das in eine Grube. Irgendwann findet man das zufällig, oh, was haben wir hier? Ein neuer Mensch. Zwischenform zwischen Affen und Mensch. Hätte es in irgendeiner anderen Theorie so viele Fälschungen gegeben und so viele Irrungen, wie in der Evolutionstheorie, keiner würde die ernst nehmen. Wenn der arme Albert Einstein so viele Fehler gemacht hätte, so viele Falschaussagen, wenn er sich so oft geirrt hätte und wenn die Wissenschaftler von ihm so oft der Fälschung überführt worden wären, keiner würde heute die Relativitätstheorie ernst nehmen. Das ist die Wahrheit. Als die Leute erklären wollten, wie der Übergang vom Leben aus dem Wasser
aufs Land stattgefunden hat. Da haben die irgendein Fossil gefunden, einen uralten Fisch, der hat Coacepatl, keine Ahnung, der hat so einen südamerikanischen Namen, den musste ich nachschauen. Und dann ging das Fantasieren los. Da hat man so einen Steinabdruck, so ein Fossil, und ja, hier, das sieht aus wie Beine und das könnte ein Ansatz von einer Lunge sein, und dann ging's los. Der ist so und so aufs Land gekrabbelt und der hatte wahrscheinlich schon Ansätze hiervon und davon, und das ging immer weiter und immer weiter, bis man dann vor ein paar Jahrzehnten so einen Fisch tatsächlich gefangen hat. Der sollte ja seit 200 Millionen Jahren schon ausgestorben sein. Das war ja der Urvater vom Leben auf dem Land. Da hat man einen ins Netz gekriegt. Und der Grund, warum man den nicht vorher ins Netz gekriegt hat, war ganz einfach, weil der in 170 Metern Tiefe schwimmt. Wenn es tatsächlich irgendwann einmal einen Fisch gegeben hat, der mit Sicherheit nie auf die Idee gekommen ist, an Land zu gehen, dann ist es dieser Fisch. Und alles, was man da vorher zurechtgesponnen hat, war alles Quatsch. Das, was man gesehen hat mit den Beinansätzen, gab es nicht. Lungenansätze, der hat keine Lunge. Das ist der ungeeignetste Fisch überhaupt. Aber den hatte ich noch in meinem Biologiebuch stehen. Ich habe noch im Biologieunterricht diesen Fisch kennengelernt und den als Vertreter für das als Urvertreter für das Leben auf dem Land kennengelernt. Ganz normal. Über die Evolution, das braucht eigentlich einen eigenen Vortrag. Man muss auf einige Details eingehen, weil es viele Dinge gibt, die sich in den Köpfen der Menschen eingeprägt haben, die man ganz einfach auch wieder herausbringen kann. Aber es reicht manchmal, wenn man einige grobe Dinge betrachtet. Das, was diese Theorie aussagt, ist gar nicht in der Wirklichkeit passiert. Diese Theorie sagt, es hat am Anfang eine Zelle gegeben, ganz primitiv, und es gab im Laufe der Zeit immer komplexere Lebewesen, weil diese komplexeren Lebewesen besser überlebt haben oder besser an das Leben angepasst waren. Das sagt die Theorie. Und das stimmt so nicht. Die komplexeren Lebewesen sind schlechter angepasst an das Leben. Wir betrachten das Ereignis, was die Dinosaurier ausgerottet hat. 65 Millionen Jahre, da kommt ein Komet, fliegt auf die Erde, wirbelt Staub auf, sorgt für einen nuklearen Winter, keine Ahnung was. Wer zuerst ausgestorben sind, sind nicht die primitiven Lebewesen. Das sind die Dinosaurier, Tiere und Pflanzen. Die Bakterien hat das gar nicht interessiert, diese einzelligen Dinger. Die können damit super klarkommen. Aber die ist zuerst erwischt, wenn irgendwas passiert. Das sind immer die komplexeren Lebewesen. Gäbe es tatsächlich so einen Mechanismus, der das am besten angepasste Leben auswählt, dann wären alle Menschen und Tiere ausgestorben und am Ende gäbe es nur noch Bakterien. Das ist die Wahrheit. Es sind nicht die Menschen und Tiere und die höher entwickelten Lebewesen, die besser an das Überleben angepasst sind. Wir sind viel empfindlicher als die Bakterien. Bakterien kannst du 10 Jahre einfrieren im Eis und tauchst dir auf, die sind quicklebendig. Das sind die wahren Überlebenskünstler, wenn es nur um das Überleben ginge. Ja, nicht die Menschen und die Tiere. Aber das ist nicht passiert. Wir haben heutzutage so viele komplexe Lebewesen, die sehr, sehr empfindlich sind und trotzdem gibt es sie. Nicht, weil die besser überleben als die Bakterien. Die Bakterien machen uns nur ums Überleben alle was vor. Aber versuchen wir uns mal für einen Moment vorzustellen, wie aus einer Bakterie sich im Laufe der Zeit ein Lebewesen wie heute sich entwickeln können. Wir sagen, am Anfang war eine Bakterie und heute gibt es Menschen und Tiere. Irgendwann einmal dazwischen muss es ein Lebewesen gegeben haben, das erste Lebewesen mit einem Herzen. Bakterien haben kein Herz, heute gibt es Menschen und Tiere mit Herz. Irgendwann dazwischen muss es einmal das erste Lebewesen gegeben haben, was ein Herz besitzt. Welches das war, spielt keine Rolle. Wann das gelebt hat, vollkommen egal. Wie das ausgesehen hat, alles egal. Aber irgendwann gab es einmal das erste Lebewesen mit Herz. Ein Herz alleine nützt dir gar nichts. Es bringt keinen Vorteil. Ein Herz nützt dir nur dann, wenn du einen Blutkreislauf hast. Denn das ist der Sinn von einem Herz. Das heißt, du brauchst Adern, die durch deinen ganzen Körper gehen und jeden Bereich deines Körpers abdecken und dann am Ende zum Herzen. Diese Adern alleine reichen aber nicht aus. Die müssen noch mit irgendwas gefüllt werden, mit Blut. Das heißt, du musst auch irgendwo was haben, wo Blut hergestellt wird. Beim Menschen ist es das Knochenmark, bei anderen Lebewesen weiß ich nicht. Das heißt, wir brauchen eine Produktionsstätte für Blut und das Blut selber. Dann brauchen wir noch, das Blut alleine macht ja auch keinen Sinn. Das Blut geht nicht zum Spaß durch den Körper, das transportiert hauptsächlich Sauerstoff. Hat noch viele Funktionen, aber das ist eine der Hauptfunktionen. Es versorgt den Körper mit Sauerstoff. Der kommt nicht einfach so ins Blut, der kommt über die Lunge ins Blut. Das heißt, dieses erste Lebewesen, was ein Herz hatte, musste auch eine Lunge besitzen. Oder irgendetwas in der Form, um Sauerstoff aufzunehmen und ins Blut zu übergeben. Sonst macht das Herz keinen Sinn. Das heißt, das erste Lebewesen mit einem Herzen hatte auch einen vollständig ausgebildeten Blutkreislauf und auch eine Lunge und auch eine Blutproduktionsstätte. Definitiv. Und das müsste alles, quasi über Nacht würde man sagen, entstanden sein. Das passiert nicht. So etwas ist unmöglich zu erklären.
Und würde ich einen Teil herausnehmen, würde das Ganze seinen Sinn verlieren. Wenn ich die Lunge herausnehme, dann macht weder das Herz noch das Adernsystem einen Sinn. Wenn ich das Adernsystem herausnehme, macht das Herz und die Lunge keinen Sinn. Das macht alles nur dann einen Sinn, wenn alles gleichzeitig sofort vorhanden ist. Und das ist genau das, was man entdeckt hat. Man gräbt und gräbt in der Erde und man findet immer nur vollständig ausgebildete Lebewesen. Man findet nirgendwo ein Lebewesen, was zur Hälfte dies und zur Hälfte das ist. Oder was zur Hälfte bestimmte Eigenschaften hat, die eigentlich noch nicht richtig ausgebildet sind. Was man findet, ist alles vollständig perfekt und ausgebildet. Gehen wir davon aus, wir haben schon Lebewesen. Dann müssen diese Lebewesen sich immer noch fortpflanzen. Ja, sonst sind sie nach einer Generation ausgestorben. Und selbst das ist ein Prozess, der nicht alleine durch den Zufall erklärt werden kann. Betrachten wir den Menschen und wie ein neuer Mensch entsteht. Ja. Jeder Mensch, der heute existiert, es hat angefangen mit einer einzigen Zelle. Ja. Spermazelle, Eizelle verbinden sich zu einer einzigen Zelle. Das ist der Ursprung von jedem Menschen. Und diese Zelle teilt sich. Ja. Aus einer Zelle werden zwei, aus zwei Zellen werden vier, aus vier Zellen werden acht und die sind alle gleich. Kein Unterschied zwischen den einzelnen Zellen. Ja. 8 Zellen, 16 Zellen, 32, 64, die verdoppeln sich immer weiter und es gibt immer noch keinen einzigen Unterschied. Jede Zelle ist immer noch eine Kopie von der allerersten Zelle überhaupt. Trotzdem stellt man am Ende fest, dass eine Zelle die Farbe in meinem Auge geworden ist. Und eine andere Zelle ist ein Zehennagel geworden. Und noch eine andere Zelle ist ein Haar geworden. Und noch wieder eine andere Zelle oder ein Verband von Zellen hat den Finger gebildet. Das heißt, all diese Zellen haben am Ende, obwohl die alle gleich sind, es gibt keinen Unterschied zwischen den Zellen, haben am Ende einen bestimmten Platz und eine bestimmte Funktion angenommen. Woher kommt so etwas? Wie ist das zu erklären? Eine wissenschaftliche Erklärung dafür gibt es bis jetzt nicht. Wenn ihr Filme schaut, wird man euch sagen, die Zellen spezialisieren sich. Ich kann das im Studium machen. Ich habe Elektrotechnik studiert, ich kann mich auf Kommunikationstechnik spezialisieren. Ich kann das machen. Aber ich habe eine Entscheidungskraft, ich habe ein Gehirn und so weiter. Zellen haben das nicht. Zellen sind einfach nur kleine Konstrukte, die sich immer weiter kopieren. Das alles. Wer sorgt dafür oder was sorgt dafür, dass am Ende dabei ein Mensch herauskommt? Man könnte sich genauso gut vorstellen, dass alle Zellen versuchen, ein Finger zu werden. Warum nicht? Wer sagt dieser einen Zelle oder diesem Verband von Zellen, dass jetzt genug ist? Der Finger ist fertig, ihr müsst jetzt woanders hingehen. Das heißt, ein Akt der Schöpfung, wie wir ihn versucht haben, in der Vergangenheit zu zeigen, kann jeder Mensch eigentlich heute noch beobachten. Ja. Solche Dinge sind nicht einfach durch zufällige Konstrukte und den freien Lauf der Natur zu erklären. Das sollte auch bis hierhin genügen, ja, sonst wird es irgendwann auch zu lang, obwohl man über all diese Sachen noch Vorträge noch und nöcher halten könnte. Es ist in der Regel so, wenn ein einziges Phänomen vom Menschen oder von einem Tier oder von der Erde betrachtet, könntet ihr einen einstündigen Vortrag nur darüber machen. Das ist jetzt nur wirklich ein ganz kurzer Abriss. Aber jetzt gibt es immer noch Leute und auch eine Reihe von Wissenschaftlern, die darauf beharren, dass das einfach so ohne Zutun von irgendeiner intelligenten Kraft passiert ist. Was sagen die dazu? Das ist hier nichts Neues, was ich euch erzählt habe. Das sind alles Dinge, die in hochwissenschaftlichen Büchern stehen. Und nicht von Leuten, die irgendwie religiös angehaucht sind, sondern von Leuten, die von einem Zufallsakt und der Evolution überzeugt sind. Wenn ich über die Geschwindigkeit geredet habe, das hat jemand geschrieben, der ist kein gläubiger Mensch. Das spricht aus seinem Buch. Ja, über die Geschwindigkeit, mit der sich das Universum ausbreitet. Ja, das hat er selber geschrieben. Hat aber hinten noch ein Kapitel angefügt, wie versucht wird, das Ganze zu erklären. Da gibt es Leute, die machen sich das ganz einfach. Die sagen, hätte es all diese Zufälle nicht gegeben, dann wären wir halt heute nicht hier. Ja. Das ist natürlich eine richtige Aussage. Aber erklärt es damit gar nichts. Ja. Es hat diese Zufälle gegeben und wir sind jetzt hier. Bitte schön, erklär mir das. Dann gibt es Leute, die gehen einen Schritt weiter. Und die sagen, dieses Universum hatte keine andere Wahl, als sich so zu entwickeln. Das Universum muss Voraussetzungen für Leben ausbilden. Das sagen die tatsächlich so. Das Universum muss Voraussetzungen für Leben und auch Leben entwickeln. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Es ist nur die Frage, warum das Universum das machen muss. Ja. Denn grundsätzlich hat das Universum ja keinen eigenen Willen oder wer sollte es zwingen da, wenn es keine außenstehende Kraft gibt. Ein Universum könnte auch schneller oder langsamer sich ausdehnen. Warum ausgerechnet diesen Wert für die Geschwindigkeit? Aber dieses verbotene Wort von einem Schöpfer, das nehmen die dann doch nicht in den Mund. Da sagt man lieber, das Universum muss das so machen und hat keine Wahl.
Und dann gibt es noch eine ganz neue Theorie, die nennt sich Multiversum. Multiversum. Das ist das Gegenteil von, na, nicht das Gegenteil, aber die Abwandlung von Universum. Universum, das heißt, die Welt, in der wir hier leben, ist eine einzige. Deswegen Universum. Multiversum läuft darauf hinaus, dass es vielleicht viele davon gibt. Und so wird auch dann dieser Zufall erklärt oder diese Kette von Zufällen. Da sagt man dann, vielleicht gibt es ja unendlich viele verschiedene Universen. Und Trilliarden und Abertrilliarden davon sind alles Missgeburten, alles Misskonstrukte. Die haben alle falsche Geschwindigkeiten, falsche Parameter, sind alles Missgeburten. Aber wir sind halt zufällig genau in diesem einen Universum, da passte alles. Da passte Geschwindigkeit und Kernkraft und was nicht alles, um halt so ein Universum zu bilden. Ja? Wenn es unendlich viele verschiedene gibt, klar, dann ist das doch möglich. Und das würde man in der Mathematik, glaube ich, eine Universallösung nennen. Es gibt in der Mathematik Gleichungen, die kannst du immer lösen, wenn du alle Variablen null setzt. Welche Zahlen da stehen, spielt keine Rolle. Die kannst du ändern, wie du willst. Die Gleichung ist immer lösbar, wenn alle Variablen null sind. Und das ist ja auch so eine Universallösung für alle Zufälle. Ich könnte locker hingehen und sagen, die Pyramiden in Ägypten sind durch Zufall entstanden. Da hat es ein Erdbeben gegeben, ne, da sind quaderförmige Steine rausgesprungen und die sind halt genau so in der richtigen Reihenfolge haben sich dann zu einer Pyramide getürmt. Das ist nicht unmöglich. Wenn es unendlich viele verschiedene Universen gibt, kann das passieren. Ja. Es gibt auf der Osterinsel Statuen. Ja, die sind, ich weiß nicht, 3-4 Meter hoch in Form von Gesichtern. Man geht heute davon aus, da hat es Menschen gegeben, die haben die gemeißelt. Muss aber nicht. Ich könnte auch sagen, über Jahrmillionen ist da der Wind passend entlang gestrichen und hat da genau so die Züge, so passende Gesichtszüge halt rausgeschliffen. Der Wind macht sowas. Der Wind schleift Stein. Warum soll er nicht auch Statuen in Form von Gesichtern schleifen können? Theoretisch möglich. Klar ist das unwahrscheinlich, aber wenn es unendlich viele verschiedene Universen gibt, dann kann auch das passieren. Wir haben von einem Kartenhaus gesprochen. Schmeißt die Karten hin und es entsteht ein Kartenhaus. Wenn es unendlich viele verschiedene Universen gibt, dann kann das doch genau das eine Universum sein, wo sowas halt mal passiert. Wenn einer 50 Mal hintereinander 6 Richtige im Lotto hat, ich bin kein Fan vom Lottospiel, nicht, dass das jemand falsch versteht, nur als Beispiel. Wenn jemand 50 Mal hintereinander 6 Richtige im Lotto hat, ist unmöglich, würde man sagen. Man weiß genau, der Kerl hat die Maschine manipuliert oder wusste das vorher, keine Ahnung. Muss nicht sein. Wenn es unendlich viele verschiedene Universen gibt, dann kann auch das passieren. Die unmöglichsten Dinger könnte man mit so einer Theorie erklären. Das würde aber nie ein vernunftbegabter Mensch, auch nur für den Bruchteil einer Sekunde, als Erklärung für Zufälle akzeptieren. Niemals. Das ist nur dann, wenn die Antwort lauten müsste, dass es einen Gott gibt. Wenn dann einer um die Ecke kommt und sagt, nein, das kann Zufall sein, vielleicht gibt es unendlich viele verschiedene Universen, dann sagen plötzlich alle, oh ja, das ist nicht normal, wie die Leute sind. Es ist nicht normal, dass man solche Theorien ausbildet, nur damit man diese Sache vermeidet. Ich habe ein Buch von einem italienischen Wissenschaftler gelesen, ich habe den Namen leider vergessen. Ist nicht unbedingt ein Fan von Gott und geht mehr so in die Richtung Evolution. Aber er hat geschrieben, der Grund, warum er an diese Multiversum-Theorie nicht glauben kann, ist, weil es ihm einfach so aussieht, als versucht man zu vermeiden, dass es einen Gott gibt. Er sagte, diese Theorie sieht so aus, als hätte die nur jemand in den Raum geworfen, weil es ihm nicht gefällt, dass es einen Gott geben könnte. Das riecht so verdächtig danach, dass es mir schon komisch vorkommt. Und das ist die Wahrheit. Das ist der einzige Grund. Man könnte es sonst für Erklärung für alles Mögliche verwenden, macht man aber nicht. Nur für den Fall, dass es einen Gott geben könnte. Dann hat man das als Erklärung. Dann gibt es auf der anderen Seite noch den einzigen Einwand, den ich je gehört habe. Und das ist klassisch, kennen die meisten wahrscheinlich. Wenn es einen Gott gibt und dieser Gott gerecht ist, wieso gibt es dann Unrecht auf der Welt? Wenn er ehrlich wäre mit diesem Einwand, wenn er das wirklich als Argument meinen würde, dann würde er nicht zu der Schlussfolgerung kommen, dass es keinen Gott gibt. Höchstens würde er sagen, vielleicht ist dieser Gott nicht gerecht. Denn immer noch hat er keine Erklärung für all diese Zufälle. Immer noch gibt es einen Zufall nach dem anderen, für den er keine plausible Erklärung hätte ohne einen Gott. Die Wahrheit ist aber, dass er gar nicht das aufrichtig meint. Ja. Also es ist kein Argument, was er tatsächlich bringt und darauf die Schlussfolgerung aufbaut. Ja. Würde man tatsächlich versuchen, eine gerechte Welt zu konstruieren, dann müsste man tatsächlich alles gleich machen. Unrecht ist ja nicht einfach nur, dass es uns in Europa hier wunderbar gut geht und in Afrika geht es den Menschen schlecht. Das ist ja nicht das einzige Unrecht. Ja.
das wird halt häufig damit verbunden. Es gibt Menschen, denen geht es gut und andere geht es schlecht und das ist nicht gerecht und warum und so weiter und so fort. Das ist nicht das einzige Unrecht. Es ist nicht nur, dass wir hier zu essen haben und die nicht. Wir haben hier vielleicht schönes Wetter und die haben heißes Wetter. Dann müssen wir das Wetter überall gleich machen. Dann gibt es Leute, die müssen schwer arbeiten und Leute, die müssen leichter arbeiten. Dann müssen wir die Arbeit für alle gleich machen. Leute, die müssen viel arbeiten und wenig. Alle Arbeitszeiten müssen wir gleich machen. Es gibt Menschen, die sind stark und andere sind vielleicht nicht so stark, die sind schwächer. Wir würden sagen, oh, der hat aber einen Vorteil, ne, wenn er stärker ist. Alle Menschen gleich stark. Es gibt Menschen, die sind größer, andere sind kleiner. Müssen wir alle Menschen gleich groß machen. Denn sonst könnte immer derjenige, der kleiner ist, behaupten, das ist ungerecht, weil jemand, der größer ist, kann vielleicht besser oben an den Schrank kommen. Unrecht ist nicht nur einfach, wir haben zu essen und die nicht. Und jede Abweichung von der Gleichheit kann ein Vorteil oder ein Nachteil für einen Menschen sein. Und sobald ich auch nur die kleinste, geringste Abweichung in irgendeiner Eigenschaft von einem Menschen habe, könnte er behaupten, das ist ungerecht. Und selbst wenn es nur so ist, dass einer 100 Meter zur Arbeit läuft und der andere 200 Meter, dann könnte der eine sagen, das ist ungerecht, warum muss ich weiterlaufen als der? Das heißt, würden wir versuchen, diese Welt hier, so wie sie ist, perfekt zu konstruieren, dann würden alle Menschen gleich aussehen, hätten die gleichen Eigenschaften, die gleichen Voraussetzungen, würden in exakt den gleichen Umständen leben und jeden Tag exakt das Gleiche machen. Kein Unterschied. Und das will niemand ernsthaft. Was ist also jetzt die Lösung des Problems? Ich will ja nicht ernsthaft vorschlagen, dass tatsächlich ein ungerechtes Konzept hinter dieser Welt steckt. Die Lösung ist, dass die Tatsache, dass jemand, dass es einer schwer im Leben hat und der andere leichter, nicht sofort ein Hinweis auf Unrecht ist. Ungerecht wäre es, wenn es am Ende keinen Ausgleich dafür gibt. Wenn jemand hart arbeiten muss, 8 Stunden oder 12 Stunden lang, und jemand arbeitet nur 2 Stunden für die gleiche Arbeit. Das alleine ist nicht ungerecht. Ungerecht wäre es dann, wenn die am Ende die gleiche Belohnung kommen, die gleiche Bezahlung. Wenn ich beide Leute, die verschieden lang arbeiten, für die gleiche Arbeit gleich bezahle, das geht nicht. Das ist ungerecht. Das heißt, wenn für all diese Menschen, ja, die es vielleicht schwer hatten im Leben, ein Ausgleich am Ende stattfindet, den die Menschen, die es leicht hatten, nicht bekommen, dann wäre das auch eine gerechte Welt. Deswegen sollte einen diese Beobachtung, die ja richtig ist, dass es viel Unrecht in der Welt gibt, die sollte einen nicht zu der Schlussfolgerung führen, dass es keinen Gott gibt, die sollte einen dahin bringen, dass dieser Gott diese Welt nicht so konstruiert hat, dass man einfach 80 Jahre lebt und das war's. Sondern dass es vielleicht nach dem Leben einen Ausgleich in welcher Form auch immer geben kann. Und wenn es diesen gibt, dann wäre das auch perfekt gerecht. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Und deswegen jemand, der das so etwas behauptet, es gibt Unrecht richtig in der Welt und das gefällt vielen Leuten nicht auch richtig, daraus aber zu Schlussfolgern, dass es keinen Gott gibt, ist meistens nur ein Argument, was in den Raum geworfen wird. Er glaubt sowieso nicht daran und will nur irgendetwas bringen. Ihr merkt schon an diesem Vortrag, dass die Frage, ob es einen Gott gibt oder nicht, stellt sich für mich überhaupt gar nicht. Das ist für mich so sonnenklar, wie es für den Schöpfer von den Pyramiden auch einen Schöpfer geben muss. Ne? Also, die sind nicht einfach so entstanden. Ja, eine Pyramide entsteht nicht so, ein Kartenhaus entsteht nicht so, ein Universum mit Leben entsteht nicht so. Und wenn jemand zu mir hinkommt und will mir allen Ernstes erzählen, so ein Universum mit diesem wunderschönen Planeten und Leben darauf könnte durch Zufall existieren, dann nehme ich das nicht ernster, als wenn jemand mich versucht davon zu überzeugen, dass vielleicht eine Pyramide in Ägypten durch Zufall entstanden sein kann. Das ist für mich das Gleiche. Es lohnt auch nicht lange damit zu diskutieren oder um den heißen Brei zu reden, sagt danke für das Gespräch und das war's. Wir können uns darüber religiöse Vorstellungen unterhalten, ob es Propheten gibt, ob es heilige Schriften gibt, ob es einen Sinn hinter der ganzen Geschichte gibt. Ich bin bereit, darüber zu diskutieren. Und ich bin auch bereit zu akzeptieren, dass das Dinge sind, die jemand nicht so spontan allein aus der Beobachtung des Universums schließen kann. Davon weiß jemand nicht sofort, welchen Sinn es dahinter gibt und ob es einen Gott gibt oder was der Gott damit geplant hat. Richtig. Aber dass es einen gibt, dass das Ganze hier, das Produkt eines Schöpfers gibt, außer Frage. Definitiv. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was passiert mit all den Leuten, die das einfach so nicht akzeptieren wollen. Ja. Es hat in der Geschichte der Menschheit schon eine Reihe von historischen Irrtümern gegeben. Ja, wir erinnern uns vor 400 Jahren, da hat die Kirche mit einigen Wissenschaftlern Diskussionen darüber geführt, ob die Erde sich um die Sonne dreht oder ob die Erde Mittelpunkt des Universums ist. Und die haben sich am Ende fürchterlich geirrt. Das war aber nicht weiter tragisch. Man lacht heute über die Leute und das ist nicht schlimm. Das heißt, wenn man sich in einer Frage irrt,
Und das Einzige, was daraus passiert, oder das Einzige, was dann die einzige Konsequenz daraus ist, dass die Leute sich kaputt lachen, das wäre nicht weiter schlimm. Mit ein bisschen gesundem Mensch, also Selbstbewusstsein kann man damit klarkommen. Es gibt aber andere Irrtümer, die sind nicht so einfach. Ja? Bei dem Glauben oder bei diesem Glauben, dass es keinen Gott gibt, dann besteht ja die Gefahr nicht. Das glauben ja sowieso die meisten Menschen. Das ist ja so, so in und so cool und modern. Ja, da lacht sich ja keiner drüber kaputt, obwohl es ein Irrtum ist. Es gibt aber andere Irrtümer, die rächen sich auf ganz bittere Weise. Wenn ich mir vorstelle, ich stehe auf einem Hochhaus und ich weigere mich einfach zu glauben, dass es eine Erdanziehungskraft gibt, weil das gerade modern ist und weil alle anderen das auch glauben, ne? Und weil ich sonst denken würde, ich wäre uncool, wenn ich das nicht glaube. Und aufgrund dieses Glaubens nehme ich nicht den Aufzug nach unten, sondern die Abkürzung über die Dachkante. Da wird man sehr schnell feststellen, dass Wunschvorstellungen keine Tatsachen schaffen. Und das ist immer noch eine Sache, mit der sich jeder auseinandersetzen müsste, wenn er wider besseren Wissens einfach der Überzeugung ist oder einfach glauben möchte, dass es keinen Gott gibt. Wenn man letzten Endes zu der Überzeugung gelangt, dass es einen Gott geben muss, dann stellt sich automatisch auch die Frage, warum dieses ganze Spektakel, was sich Universum nennt. Ja. Warum hat jemand das Ganze so genau konstruiert, damit am Ende eine Handvoll Lebewesen namens Menschen entstehen können und sich darüber unterhält? Ja. Die Antwort auf diese Frage ist für viele Menschen vielleicht altmodisch, uncool. Ja. Vielleicht lachen auch einige darüber. Aber am Ende ist sie sicherlich nur zum eigenen Vorteil.